Moin, Penner an dem Auto hier. Mein Name ist Tobias, ich reise seit über 2 Jahren durch Europa, bin jetzt seit 2 Monaten nicht mehr zu Hause, gerade in Albanien, und heute möchte ich über das Thema Hürden beim Einstieg in den Vanlife reden. Ich befinde mich momentan in Kruje. Hier soll es so eine schöne Ruine geben, die ich mir angucken möchte, aber auch die Aussicht ist hier schon nicht schlecht. Naja, wie gewohnt kann ich ja währenddessen darüber quatschen. Das hat alles ein bisschen Game of Thrones Feeling hier. Erinnert mich an Dubrovnik in Kroatien. Das erste, was ich erwähnen will, ist, dass es keine bessere Zeit gibt als jetzt, um mit dem Vanlife anzufangen. Was die Technik angeht, es gab ja noch nie so gute Geräte und es war auch noch nie so günstig, sich so einen Camper zusammenzubauen. Oder auch was den Schengen-Raum angeht, es war noch nie so leicht, durch Europa durchzureisen. Also ihr könnt locker meiner Erfahrung nach halt die ersten 2 Jahre innerhalb Europa bleiben. Auch vieles sehen, ohne euch überhaupt einen Reisepass zu holen. Es gab auch noch nie zuvor so viel Verständnis für Camper und auch andere Camper, worauf ich später noch zu sprechen komme. Aber auch grundsätzlich ist unsere Lebensqualität so hart angestiegen. Wir haben ja Tablets, wo einfach tausende Filme drauf sind. Jeder hat ein Smartphone in der Tasche, womit er sämtliche Informationen auf der Welt abrufen kann. Der Sprung ins kalte Wasser des Campings ist definitiv nicht mehr so kalt. Und da das gesagt wurde, die Kühe wollen mich vom Filmen abhalten, da das gesagt wurde, muss ich noch darauf hinweisen, dass man, bevor man anfängt loszufahren und die ganze Welt besucht, sollte man auch beim Bau des Campers bereits die Mentalität haben, dass man sich eher auf den Worst Case vorbereitet, anstatt nur an die tollen Momente zu denken, wie man in Saint-Tropez am Strand liegt. Die tollen Momente werden toll sein, egal wie ihr euch vorbereitet, aber die schlimmen Momente, wie wenn ihr zum Beispiel irgendwo in den Alpen sind, habt keinen Strom mehr und es wird eiskalt, das sind die Momente, wo euch euer Camper rettet, wo ihr auch die nötigen Gegenstände und Fähigkeiten haben müsst, um da gut bei rauszukommen. Also bereitet euch auf den Worst Case vor und nicht auf den Best Case. Okay, man sieht eindeutig, dass das so eine Touri-Ecke ist. Berlin, fast 2000 Kilometer. Brüssel war ich auch, sehr schön. Bern, klar, Kopenhagen, Wien, Prag. Oh, Prag. Kommen wir zur ersten konkreten Sache, die euch beim Vanlife einen Strich durch die Rechnung ziehen würde. Die erste Sache ist definitiv, dass der Camper falsch gebaut ist. Sprichwort, ihr habt den Camper nicht von vornherein getestet. Dass ich zum Beispiel meine Heizung habe, die im Bett endet, das habe ich nur herausgefunden, weil ich von vornherein im Auto gepennt habe. Ich habe die Isolierung reingeknallt, habe mir ein Feldbett reingestellt und habe dann sofort da drin übernachtet. Nur mit der Erfahrung wisst ihr tatsächlich, was ihr eigentlich braucht, was ihr eigentlich wollt im Fahrzeug, was eigentlich schief gehen kann. Es ist, als ob ihr ein Raumschiff bauen würdet, aber das noch nie gemacht habt und nicht wisst, was ihr braucht. Ihr müsst von vornherein auf die kleinen Missionen gehen. Ihr müsst ja nicht irgendwo tausende Kilometer weit wegfahren. Jedoch reicht es, wenn ihr im Innenhof oder vor dem Haus drin übernachtet und euch einfach einen Notizzettel nimmt und schaut, was euch fehlt. Womit ich beim nächsten Punkt bin, Notizzettel, eine Prioritätenliste, wie im letzten Video bereits erwähnt. Während ihr das Fahrzeug testet, schreibt ihr euch auf, was ihr braucht und dann überlegt ihr euch ganz genau, was ist das Wichtigste davon. Wenn ihr unterwegs seid und schlecht schlaft, oh, das wird die Hölle, das wird die absolute Hölle. Schlafen war bei mir ganz weit oben in der Priorität, unter den Top 3. Es kommt auch oft vor, dass ihr irgendwelche Ideen habt und die danach einfach wieder vergesst. Also führt eine Liste mit und schreibt euch alles auf, was euch jemals dazu einfällt. So, und der nächste kleine Punkt zum Thema Camper falsch gebaut ist Isolation. Ich habe das in Südfrankreich das erste Mal oft gesehen, dass Leute ihre Autos nicht isoliert haben. Aber selbst wenn ihr in Südfrankreich seid, die Nächte werden trotzdem kalt. Und wenn ihr viel herumreisen wollt und diese Isolation nicht habt, dann seid ihr quasi gefangen in den warmen Orten. Ihr fahrt sowieso letztens irgendwann den warmen Orten hinterher, aber einfach nicht mal kurz irgendwo in die Berge ausweichen zu können. Aber das kann euch auch schnell auf die Nerven gehen. Also ganz klar ist das auch offensichtlich, aber wenn euer Camper falsch gebaut ist, dann werdet ihr auch schlecht reisen. Das nächste große Thema, das euch Vanlife am Anfang ziemlich schwer macht, ist, ja, ich muss das zusammenfassen als Unwissenheit. Solche kleinen Sachen zum Beispiel, wenn ihr nicht wisst, wo ihr euer Wasser herbekommt. Ihr müsst immer eine extra Meile fahren, um irgendwo eine Wasserquelle zu finden, bis ihr herausfindet, dass es an jedem verdammten Friedhof Wasser gibt und es niemanden schert, ob ihr euch da bedient oder nicht. Egal in welchem Land ich bin.
Alles gut? Geschlafen. Ja. Na gut. Jemand gestört. Kommt hier jemand vorbei? Öfter? Nein, nein, nein. Hat schon Spaß gemacht. Ich hätte auch vorbeikommen, es schadet nicht. Ach so. Eine andere Sache ist zum Beispiel auch Müll loswerden. Da an der Stelle ein kleiner Tipp, holt euch immer diese 10 oder 20 Liter Säcke, dann passt euer Müll auch in jede Tonne rein, selbst die an den Straßen. Und seitdem ist das auch kein Problem mehr. Am Anfang bin ich mit so 80 Liter Säcken herumgefahren. Die haben natürlich mein Auto verstopft und die konnte ich nirgendwo loswerden. Das war ein Riesenproblem. Oder auch ein Klassiker ist, wie finde ich die richtigen Parkplätze? Am Anfang habe ich mir eine Karte auf meinem Handy angelegt, die jetzt bespickt ist mit lauter braunen und blauen Punkten, die halt beschreiben, wo ich parken könnte und wo ich erfolgreich geparkt habe. So, ich muss weiterfahren. Ich werde hier ständig angequatscht. Ich habe die Stadt bei Google Maps gefunden und es tut mir leid, das ist eine totale Touristenfalle. Oh, ist das schön. Ciao ab, ne? Danke. Alles Gute. Dir auch, ciao. Ciao. Ruhe haben. Wenn ich aufgeregt bin, dann singe ich immer la la la, erster Gang. Wow, Erdbeben machen die Straßen kaputt. Super, ich bin beim Losfahren natürlich erstmal schön in eine Regenrinne reingefahren. Die sind über 30 Zentimeter tief. Aber der Typ vom Parkplatz und noch drei Albaner von irgendeinem Auto, das vorbeifuhr, kamen sofort an und haben mir geholfen. Jetzt will ich erstmal gucken, ob ich irgendwelche Schäden am Auto habe. Das ist mein... Ach genau, erstmal mein Rad von außen gucken. Ah ja, das sieht doch ganz okay aus. Druck ist noch drin. Boah, sieht das schäbig aus. Ich sollte mal wieder so eine Rostbehandlung machen. Aber das sieht gut aus hier. Einmal von der anderen Seite hier mit dieser dicken Stange. Ist er doch eigentlich aufgesetzt, ne? Ja, da sieht man's. Ja, da werde ich einmal drüber lackieren und dann passt das schon. Der Parkplatzwächter sagte, der hat sowas in 5 Jahren noch nicht erlebt. Tja, ich bin halt was Besonderes. Sowas schaff nur ich. Womit ich auch gerne schnell zur Beruhigung zum nächsten Punkt kommen möchte, ist, wie findet man eigentlich gute Parkplätze? Ja, das habe ich ja beim Thema Sicherheit schon besprochen. Ich gehe da jetzt schnell durch. Ich guck bei Park4Night zuerst und lese mir auch auf jeden Fall die Kommentare durch. Und dann schaue ich eventuell noch bei Osmand nach, also OpenStreetMap, oder dann eben noch auf den Google-Satellitenbildern. Und wenn ich da bin, dann schaue ich dann noch, ob da Glassplitter auf dem Boden sind, wie die Menschen so drauf sind. Ich quatsch sowieso alle Leute an. Und dann kriegt man... Ah ja, Dornenbüsche. Und dann kriegt man ein Gefühl, wie sind die Leute drauf? Ist das eher so eine kriminelle Stadt? In Tschechien hatte ich zum Beispiel... Boah, wie viele Dornenbüsche sind denn hier? In Tschechien zum Beispiel hatte ich das tolle Vergnügen, in einer Methamphetaminstadt zu sein für 2 Tage. Da war ich ultra paranoid. Und da bin ich natürlich nicht lange geblieben. Und ich stand auch nicht in der Stadt, sondern eher etwas weiter außen. Das müsste echt eine... Boah, nee, hier komme ich nicht hoch. Schade. Dachte, ich hätte hier ein richtig schönes Bild machen können, aber lasse ich das mal lieber. Wow. Wenn man am Anfang halt noch nicht seine Routine drin hat, was Parkplätze betrifft, was alle möglichen Sachen eigentlich betrifft, dann ist das natürlich wie Sand im Getriebe. Das stört einfach so. Aber ich kann unterschreiben, macht das 2 Jahre, dann... Okay, hier ist langweilig, ich fahre weiter. Ey! Müsst ihr immer auf der Straße spielen hier oder was? Oh ja, Baby, sehr vertrauenswürdig. Hier fahre ich auf jeden Fall rüber. Überlebt. Gibt's ja nicht. Boah, ich muss einfach mal Pause machen. Ja, ein weiterer typischer Punkt, der auch mir Probleme gemacht hat, aber den auch viele andere Camper haben, ist das Abwasser der Toilette. Also der Urintank, je nachdem, welche Toilette ihr habt. Wo werdet ihr das los und solche Sachen? Bei mir war das große Problem. Ich habe ja alles selber gebaut und mein Urintank, wenn man den Urin rausgelassen hat, dann hat er nicht alles komplett rausgelassen. Es blieb immer so ein bisschen was übrig. So eine halbe Tasse da drin und das stinkt nach einer Zeit gewaltig. Da sammeln sich so viele Bakterien an, also musste ich da alles neu bauen. Das ist am Anfang natürlich eine Sache, die echt problematisch auf den Reisen ist, weil man ständig gegen den Gestank kämpft und das erfährt man erst, wenn man viel unterwegs ist, weil keiner darüber reden will. Und man kann das Problem natürlich erst lösen, wenn man dann wieder in Deutschland ist und wieder am Auto rumballert. So, ich fahre jetzt weiter. Wo bin ich denn hier? Super. Eine Leitung, die hier durchführt. Mal gucken, ob ich da einfach so drunter herfahren kann. Boing. Oh. Wow. Oh ja, das funktioniert. Oh. Jawohl. Jawohl, nichts abgerissen. Ich konnte das alles nicht aufnehmen, aber das sind die schlechtesten Straßen, die ich jemals gesehen habe.
Oh, mein Rücken. Eine weitere Sache, die einen beim Vanlife am Anfang Strich durch die Rechnung machen kann oder die eine Hürde ist, ist natürlich auch Hygiene. Das war für mich so ein großes Thema. Für mich hängt Hygiene auch damit zusammen, wie ich mich gegenüber anderen Menschen fühle. Wenn man selten duschen kann, da ich ja auch keine Dusche in meinem Auto drin habe, muss man sich da tatsächlich vorbereiten oder halt eben was einfallen lassen. Zum Thema Hygiene kommt auf jeden Fall ein eigenes großes Video, wo ich über alles Mögliche reden würde, weil Hygiene, für mich bezieht sich Hygiene auch auf Anziehsachen oder halt auch die Pflege des Autos, wie es von innen halt geputzt ist und sowas. Also da kommt ein Riesenvideo zu, weil ohne Hygiene würde ich untergehen. Aber um das alles mal zusammenzufassen, ich benutze erstens diese feuchten Tücher, die man in der Packung kaufen kann. Damit wasche ich mich jeden Tag ab. Das bringt's auch für Dauer aber nicht. Für mich ist es mindestens einmal die Woche angemessen, dass ich mich mit einem feuchten Lappen abwasche. Wichtig ist, der feuchte Lappen, der muss auch trocknen. Alles, was ihr benutzt, muss trocknen. Da komme ich gleich zu den Klamotten nochmal zurück. Die dritte Sache ist, ich springe auch liebend gerne in irgendwelche Seen oder ins Meer, auch wenn es eiskalt ist. Mittlerweile ist mir das ziemlich egal, was die Temperatur angeht. Am Anfang ist es schon ziemlich hart, das einfach durchzuziehen. Aber auch lustig. So, und wenn es wirklich hart auf hart kommt, dann kann man irgendwo sich ein Hotelzimmer nehmen. Am Strand gibt es oftmals Duschen oder man geht irgendwo in ein Schwimmbad. Es gibt tatsächlich überall Schwimmbäder und, das habe ich glaube ich noch nicht erwähnt, ich liebe Schwimmbäder. Jedes Schwimmbad ist anders. Als kleines Kind war man ja in der Regel immer im selbigen Schwimmbad, hat es trotzdem geliebt, aber jetzt ist die Zeit gekommen, wo ich einfach jedes Mal in einem anderen Schwimmbad bin. Ich war in Schwimmbädern, wo man in einer Rutsche ein Looping macht. Ich war in Schwimmbädern, wo zwei synchronläufende Rutschen sind und man versuchen muss, schneller zu sein als der andere und wo sogar die Zeit gemessen wird und dann habt ihr oben so eine Tafel mit eurer Zeit. Also, Hammer. Naja gut, ich schweife ab. Ja, also Hygiene ist wichtig. Wie gesagt, das betrifft auch die Klamotten. Ich habe in der Regel immer mindestens zwei, in der Regel drei Sätze an Klamotten, die ich immer durchrotiere, also jetzt nach dem Autofahren. Ich schwitze unter den Armen, also werde ich gleich mein T-Shirt ausziehen und ein anderes anziehen, damit dieses dann trocknen kann, weil durch Feuchtigkeit bilden sich halt die ganzen Bakterien und sowas. Vorher sprühe ich das noch mit einer speziellen Alkoholmischung ein, das kommt dann alles in diesem Hygiene-Video. Und ja, so wie ich das momentan mache, so in grob in diesem Konzept, das funktioniert für mich super. Und wenn ihr das am Anfang nicht beachtet, was in der Regel so ist, weil, ey, lass uns einen Camper bauen, wir wollen Vanlife machen. Kaum jemand mag daran denken, sich um die Hygiene zu kümmern, was dann später wirklich problematisch werden könnte. Okay, ich muss weiter. So, ich sehe schon mein Ziel. Das ist das Lustige an den Bergen. Da unten ist irgendwo so ein See. Da sieht man den. Da ist der See und da stelle ich mich hin, sodass ich diese Bergreihe dann sehen kann. Ja, das wird für mich wahrscheinlich in einer Stunde sein, aber für euch in einer Minute. Kreuzung. Ich muss links lang. Bin jetzt eben stehen geblieben und den Moment nutze ich, um einfach mal den Fehlerspeicher vom Auto auszulesen. So, verbunden ist er. Fehler kurz ablesen. ICU hat keine Fehler gespeichert. Das beeindruckt mich ein bisschen. Jetzt muss ich nicht hier diese Straße, sondern hier diese Straße. Juhu. Oh, ich hab's endlich geschafft. Tatsächlich. Und tada! Deswegen bin ich hier. Na, mal schauen, wie morgen das Wetter ist. Wenn die Sonne scheint, sieht's bestimmt besser aus. Und da gehe ich dann morgen noch hoch. Ja, so, um zum letzten Punkt zu kommen, von den Sachen, die einen am Anfang des Vanlifes das Leben zur Hölle machen können oder das Leben schwer machen können. Die letzte Sache ist passend zu dem, was man hier sieht, Einsamkeit. Oder eher gesagt, die Angst vor Einsamkeit. So, aber zunächst einmal will ich mal hier die Bestandsaufnahme machen. Da vorne ist irgendwie so ein Plastik ab. Auf der anderen Seite anscheinend auch. Oh, das ist gut, ja. Das habe ich auch gehört. Immer wieder am Boden lang geschrappt. Ja, ansonsten schaut eigentlich alles gut aus. Da ist so ein, scheint so ein Hitzeschutzblech ein bisschen locker zu sein. Ja, und hinten den Kratzer, den ich vorhin gesehen habe, den werde ich auf jeden Fall lackieren. So, und von dem Schlauch oder von dem Kabel, unter dem ich hergefahren bin, ist auch alles okay. So, Arbeitshose an, Arbeitsjacke an, ab und das Auto. Als ich damals mit dem Vanlife angefangen habe, da war das so, dass ich direkt am Anfang ein krasses Gefühl der Ausgrenzung verspürt habe. Aus irgendeinem Grund dachte ich mir, hey, die sehen doch bestimmt alle, dass ich jetzt im Auto gepennt habe. Hey, eigentlich sind hier gar keine Kratzer. Ich dachte, das wäre ein Kratzer hier. Es ist gar nichts. Das muss ich noch nicht mal lackieren. Dann gucke ich mir mal den Rest an hier. Jedenfalls kam ich mir direkt am Anfang halt wirklich wie so ein
Penner im Auto vor. Ich check mal die Stoßdämpfer nach der Fahrt. Und das war einfach komplett eingeredet. Das war kompletter Humbug. Besonders wegen der Hygiene. Ich habe ja von vornherein mich immer im Auto sauber gehalten. Ich rasiere mich ja jeden Tag und alles Mögliche. Wenn man dann mit ein paar Leute quatscht, dann erfährt man schnell, dass das kompletter Humbug ist. Aber ja, das war halt am Anfang meine große Sorge. Und man hat natürlich das Problem, dass man seinen Freundeskreis nicht mitnimmt oder auch seine Familie halt eben zurücklässt. Oh, das sieht doch ganz gut aus. Wodurch man das Gefühl hat, mehr einsam zu sein, aber das redet man sich ein. Nach einer Zeit fällt das von selbst weg und man merkt, dass man eigentlich gar nicht alleine ist. Auch das Gefühl des Außenseiterseins löst sich mit der Zeit, weil man halt unterwegs auch andere Camper kennenlernt, die genau dasselbe durchmachen, womit man mit der Zeit das Gefühl von der Community einfach bekommt. Wenn hier jetzt auf dem Parkplatz jemand anders stehen würde, dann würde ich den sofort anquatschen. Und wenn er irgendwelche Probleme hätte, dann würde ich den sofort helfen. Das ist ein bisschen wie unter den Motorradfahrern. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das dürfte man eigentlich nur kennen, wenn man selber Motorradfahrer ist. Die grüßen untereinander immer. Oder wenn man am Straßenrand stehen bleibt, dann halten alle an und man hilft sich. Und das ist so eine Art Familienersatz irgendwo. Nicht ganz. Eine Familie kann man irgendwie nicht wirklich ersetzen. Aber es geht so in diese Richtung. Also ich weiß jetzt in diesem Moment, dass ich locker Leute kennenlernen könnte. Auf irgendwelchen anderen Parkplätzen, die ich auf Park4Night mir raussuche. Oder ich würde auch so einfach irgendwelche Leute anquatschen. So. Sieht doch prima aus. So, der dreht vor, der pumpt und man hört so ein ganz leichtes Brummen, ganz leichtes Rauschen. Selbst die Heizung funktioniert noch. Ich war mir sicher, die ganze Karre zerfällt hier hinten. Das war unglaublich mit dem Weg dort. Ja, nach dem Essen sollst du ruhen oder 1000 Schritte tun. Upp. Hügelig hier. Geh mal eine Runde. Boah, sind das Felsen hier überall. Meine Güte. Junge. Eieieiei. Ja, neben der Abgrenzung oder neben dem Gefühl der Abgrenzung gibt es natürlich auch noch die Einsamkeit. Aber das legt sich auf. Also bei mir hat sich das komplett selber gelegt, weil ich quatsche sowieso mit der Zeit einfach alle Leute an. Es ist so, dass sich euer Kopf auch irgendwie anpasst. Das kommt ganz automatisch. Ich habe nicht das Gefühl, dass ich eigentlich selber irgendetwas kann, sondern dass das Unterbewusstsein sich von selbst auf diese ganzen Sachen eingepegelt hat. So lösen sich die Probleme irgendwie alle von selber und Einsamkeit war am Anfang etwas problematischer, da ich nicht wusste, dass ich einfach überall Leute kennenlernen kann. Ich habe immer das Gefühl, ich kann das Vanlife nicht so komplett vermitteln, weil ich eben andere Leute nicht filmen kann. Ich finde das so unheimlich respektlos. Oh ja, jetzt sieht das krass aus. Ich finde das halt einfach so unheimlich respektlos, irgendwelchen Leuten meine Kamera ins Gesicht zu drücken. Selbst wenn ich nachfrage, kann ich nicht einfach die Kamera rausholen und denen das einfach so... Deswegen kommt dieser Teil irgendwie etwas kurz. Aber ja, wie gesagt, das legt sich quasi von selbst. Ich bin jetzt seit so ziemlich zwei Monaten bin ich jetzt nicht mehr zu Hause. Ich habe zwischenzeitlich noch jemanden besucht. Boah, sieht das krass aus. Aber trotzdem, quasi eineinhalb Monate jetzt ohne Bekannte, ohne Freunde, ohne Familie unterwegs und das juckt mich gar nicht. Ich glaube, das liegt aber auch daran, weil mit der Zeit einfach die Identität irgendwie ändert zu einem Abenteurer irgendwie. Ich fühle mich wie so ein Abenteurer. Ich habe gar nicht mehr das Gefühl, ich wäre jemand, der halt im Auto pennt. Ich kann's echt nicht beschreiben. Das ist, weiß ich nicht. Und Ausblick. Ach, das ist ein Damm. Mann, das wusste ich gar nicht. Ja, da labern irgendwelche Leute. Ja, dieser Wandel, der eben stattfindet, gemeinsam mit den anderen Campern, die man trifft, wie liebevoll man miteinander umgeht und dass man sich immer hilft und alles, das ist dann quasi schon das Rundum-Sorglos-Paket. Es gibt da so ein Modell, das wurde bei Harvard festgestellt. Und zwar braucht man alle möglichen Arten von sozialen Kontakten. Man braucht diese super kurzen Kassierer, Hallo, Tschüss.
Kontakte, man braucht aber auch tiefe familiäre Bindungen, die über 30 Jahre gehen und dazwischen auch noch. Man braucht alles an Kontakte und ich habe das Gefühl, beim Vanlife wird das alles größtenteils tatsächlich abgedeckt. Nur halt dieser 30-jährige Familienkontakt halt eben nicht, das nicht. Da ist es, glaube ich, auch etwas schwer. Mit ein paar Leuten habe ich Kontakt, aber das ist eher so, man schreibt sich alle paar Monate, hey, wo bist du oder wo fährst du dann nächstes Jahr herum oder so, weil man trifft unterwegs so viele Leute, dass man gar nicht mit allen Leuten Kontakt halten kann. Das geht gar nicht. Da hängt man den ganzen Tag nur am Handy und schreibt über WhatsApp mit irgendwelchen Leuten. Ja, das will man natürlich auch nicht. Okay. Boah, ich dachte, da steht Auschwitz. Auschwitz war krass, ey. Auschwitz war echt krass. Das Einzige, was ich vermisse, was ich noch letztens einer Freundin geschrieben habe, ist einfach mit einer Freundin einen Abend Fernsehen gucken. Aber danach sofort wieder losfahren. Das ist das Einzige, was ich so sozial immer wieder vermisse. Aber ja, ansonsten, das war's. Mehr fällt mir auch nicht dazu ein. Bestimmt habe ich wieder irgendetwas vergessen. Unter euch lauern immer Experten, denen fallen noch Sachen ein, die ich komplett vergessen habe. Also immer direkt anschreiben. Ich lese mir wie immer alles gerne durch. Ich muss jetzt wieder dort hoch, um eine Ecke zum Auto, ungefähr 300 Höhenmeter. Boah, ist das ein Felsen. Und dann lege ich mich auch direkt pennen. Es wird auch schon dunkel hier. Ich habe erwartet, dass hier irgendwo so ein Anfang von einem Wanderweg ist. Dass ich hier irgendwo anfangen könnte, womit ich ganz bequem hoch oben ankomme. Aber hier unten ist es ja noch schlimmer als da, wo ich mit dem Auto stehe. Also werde ich morgen versuchen, mal von meinem Auto aus zu Fuß hochzugehen, falls das Wetter gut genug ist. Hier wäre noch ein Alternativparkplatz, wo ich mit dem Auto stehen könnte. Aber ich wollte nicht an der Straße stehen. Da oben habe ich ein bisschen mehr die Ruhe. Ja, Wolski, wie immer hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Auch wenn ihr Fragen habt, einfach anschreiben. Ich helfe super gerne. Und hoffentlich konntet ihr noch ein bisschen was von Albanien sehen. Aber da kommt garantiert noch mehr Albanien. Hier geht jeden Tag irgendwie so die Post ab. Ey, ist das ein Wanderweg? Das sieht sehr privat aus. Ja, deswegen gehe ich davon aus, dass hier noch viel mehr Videos kommen werden. Okay. Schönen Abend oder guten Morgen oder schönes Wochenende oder was auch immer. Man sieht sich unterwegs. Oh, ist das wieder schön. Boah, stinkt das nach Pisse da drin.